Servus Leute und willkommen zurück zu Pokémon Platinum, ja, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich werde mal die ROM... So, ups, da ist noch Sound an. Ja, genau. Jetzt läuft's. Der Schrei von Giratina ist immer noch sehr laut. Ja, es ist jetzt schon eine ganze Weile her, seit ich zuletzt gespielt habe, aber ich werde gleich mal reingehen und mich mal wieder da... Ja, hier sehen wir's. Jubilife City... Windkraftwerk, irgendwelche Items erhalten, die kein Mensch braucht. Ja, irgendwie so Zeug gemacht. Ich glaube, wir hatten ein vollständiges Team. Ja, na endlich. Wir haben ein vollständiges Team tatsächlich. Mit Angelika immer noch Azure. Das müssen wir langsam mal ändern. Es darf nicht mehr Azure sein. Es muss sich langsam mal zu Meryl entwickeln. Denn das Vieh hält absolut nichts aus. Es kann zwar angreifen, aber es wird gefährlich, wenn es angegriffen wird. So, Moment, das hier brauche ich noch. So, da haben wir schon mal Azure. Wir haben genau lila Orchideen mit einem Mankey. Mankey entwickelt sich, glaube ich, auf Level 30 dann zu Razaf weiter und kann auch nicht einschlafen, was schon mal sehr gut ist. Und dann haben wir Firnontor, was auf jeden Fall, wie ich gerade sehe, Hagelsturm lernen sollte, damit es KP regeneriert. Geradax, ja, das haben wir jetzt auch. Ist auch irgendwie unser höchstes Level. Und soll halt eigentlich nur mit Headbutt ordentlich austeilen, weil es halt Normal-Pokémon ist. Ich weiß nicht, wir werden es irgendwann wahrscheinlich wieder raustun. Dann haben wir hier natürlich noch Huginsong Large Penis, so. Mit Einschüchtern und hat sich natürlich auch schon entwickelt. Und unser kleiner Noob of Doom, der jetzt Level 16 ist und sich Level 34 entwickelt. Team sieht also eigentlich ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht, wer alles gestorben war. Gegen Trainer haben wir wirklich alle gekämpft. Ich glaube, ich werde tatsächlich nochmal zurückgehen ins Pokémon... Oh, hier ist ein Item. Tatsächlich nochmal zurück ins Pokémon Center gehen, einfach nur um zu gucken, was ich jetzt schon... Ich glaube, ich habe sogar noch ein Pokémon in der... Im PC... Was ich jetzt aber nicht benutzen werde. Ich glaube, da war was. Schauen wir mal. 13.000 Schritte haben wir schon. Ist irgendwie ganz interessant, mal den Schrittzähler anzulassen. Ah, wir haben noch ein Remoraid, was in Box 1 ist. Ja, stimmt, das ist Karo. Ich weiß nicht, ob ich wirklich... in Remoraid mitnehmen will. Weil wir haben ja eigentlich ein Wasser-Pokémon. Zwar ein physisches und das hier wäre vielleicht ein bisschen speziell, aber Remoraid und auch Octillerize ist jetzt nicht so was ich mir wünschen würde. Darüber bin ich immer noch traurig, dass Rabauz tot ist, denn in Kikli hätte schon was sehr, sehr Cooles gehabt. Gut, dann bin ich jetzt wieder auf dem aktuellsten Stand. Es war jetzt doch irgendwie ein bisschen weniger geworden, als ich dachte vom Stream her. Und bin bereit, wieder das Team voranzutreiben und nicht zu zerstören. Auf keinen Fall. Ganz schlechte Idee. Ich möchte am besten Azure... Moment mal. Wir müssen erstmal hinten raus und gucken, ob da jetzt ein Pokémon im Baum sitzt. Denn wenn ja, gilt das noch als Encounter. Und da haben wir noch einen weiteren Encounter. Ups. Nee, hier sitzt nix. Okay, aber die Rinde ist immer noch mit Honig eingeschmiert, also brauchen wir uns da jetzt auch keine Gedanken zu machen. Ich weiß nicht mehr. Es hat irgendwie, ich glaube nach Schritten oder so, hat es das... Das war ein ganz komisches System mit den Honigbäumen. Auf jeden Fall sind wir jetzt so weit, dass wir in den Wald reingehen können. Da warten dann jede Menge Doppelkämpfer auf uns und danach, nach diesen ganzen... Nachdem wir durch den Wald durch sind... Da haben wir dann unseren Encounter. Solange rotze ich mir hier noch so ein paar Badrivien weg. Wäre es weiblich gewesen, wäre es interessanter gewesen, denn nur weibliche Badrivien können sich zu hohen Weise entwickeln, was ziemlich gut gewesen wäre, aber darum, das macht es halt nicht. Ja, Lockduft. Was ist denn mit Lockduft? Pokémon anlocken, ja, das ist das Einzige, wozu Lockduft gut ist. Naja, in der 6. war es dann schon ziemlich nützlich, wo man eine ganze Massenbegegnung anlocken konnte. Seit da, ja, ist Lockduft schon gut.
das musste jetzt natürlich noch passieren. Na gut, ich will mich nicht beschweren. Ich meine, mein Azuril, ich muss auf jeden Fall immer bei der Sache bleiben, denn ich weiß ja jetzt, sowas wie Explosion ist eine ganz gefährliche Sache. Guten Abend, Angelika, lange nicht mehr gesehen, willkommen zurück. Und da muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht sterbe. Ich will auch nicht sterben. Ich möchte, dass sich das Vieh wirklich zu Merrill weiterentwickelt und danach zu Azumerrill. Und ich glaube, zu Azumerrill wird es auch schon auf Level 18. Also quasi jetzt, wenn es Merrill wäre. Wir können ihm Water Gun beibringen. Ist eine spezielle Attacke, aber immer noch besser als Bubble. Ja, er verkennt. Ist immer noch eine bessere Wasserattacke als Bubble. Hat auch noch keinen Step, weil Azuril ja immer noch nur ein Normal-Pokémon ist. Ich hoffe, es entwickelt sich heute wirklich zu Merrill. So, dann geht's auf in den Wald. Da ist letztes Mal, glaube ich, nichts Schlimmes passiert. Ich hoffe auch, dass es diesmal... Ja, gut, die quatscht uns so oder so an. Hallo, mein Name ist Cheryl. Ich weiß nicht, wie es die im Deutschen hieß, habe ich komplett vergessen. Und du bist... Was hast du am Freitag geguckt? Ach so, ja, am Freitag, da wollte ich eigentlich, aber ich war dann irgendwie doch... Ich war dann so platt am Abend, dass ich überhaupt keinen Bock mehr hatte zum Stream. Und... Ja, Samstag war ich gar nicht da. Das habe ich aber, glaube ich, vorher erwähnt, dass ich nicht da bin. Freitag tut mir wirklich ein bisschen leid, aber ich war dann halt einfach zu fertig, um irgendwas zu machen. Und Samstag war ich nicht da. Und Sonntag streame ich sowieso nicht. So, okay, dein Name ist also Dana. Ich bin froh, dich zu treffen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ich wollte durch diesen Wald durch, aber ich habe Angst davor, das alleine zu machen. Ich habe gehört, da ist eine finstere Gruppe, die sich Team Galactic nennt. Ich glaube, wenn wir in einer Gruppe reisen, sind wir sicherer. Würdest du mit mir durch den Wald reisen? Ja, gut, ich habe nicht meine Wahl, es wird einfach beschlossen. Und ich werde deine Pokémon gesund halten. Das heißt, nach jedem Kampf werden wir von ihr tatsächlich geheilt. Das ist ganz gut, das können wir brauchen. Ich muss halt bloß aufpassen, dass jetzt dieses ganze Ding nicht... Ne, Encounter, wie immer, nachdem wir im Wald waren, wenn wir wieder alleine sind. Ich glaube, sogar ein Kampf gegen wilde Pokémon sollte unsere Pokémon heilen. Diesmal hat sie einen Golking. Also das ist auch random, denn letztes Mal hatte sie ein anderes Pokémon. Mit einem Golking kann sie wenigstens vielleicht hier und da mal was anfangen. Vor allem, weil Aquarelle keine schwache Attacke ist. Holla! Was? Nein, ich habe überhaupt keinen Glauben. Ich bin Atheist, aber sowas von atheistisch. Ich bin so atheistisch, dass ich eigentlich der Antichrist bin. Und ich hasse ja jegliche andere Religion. Mit meinem Glauben. Das ist ziemlich beleidigend, was du gerade gesagt hast. So, das... Ja, genau. Das... Die Eterna Arena, da müssen wir vorsichtig sein, denn die hat uns das letzte Mal ziemlich kaputt gemacht. Und hier an diesem Stein könnten wir ein Evoli zu einem Fulipuba entwickeln, was wir nicht wollen, weil Fulipuba sowieso total nützlich ist. Ist ein schönes Pokémon, aber vom Aussehen her, also von der Spielbarkeit ist Fulipuba einfach nicht gut. Die beste Evolution ist immer noch und wird wahrscheinlich auch immer bleiben, Psyana. Felinara ist auch saugut und Nachtara, aber trotzdem immer noch... Psyana immer top. So. Wir greifen das Togepi an, ist glaube ich sowieso egal. Greift doch bitte. Ja, okay. Das ist Eneko. Ach nö, das hat einfach nur was damit zu tun, dass ich auch gern mal einen Tag frei hätte. Und gestern war ich sowieso zu platt. Wie gesagt, wir waren bei einem Kumpel und haben halt wenig geschlafen und alles ist ja. Ich habe auch schon mal sonntags gestreamt. Da habe ich immer The Binding of Isaac gestreamt, aber ich hatte halt einfach keine Lust. Ich bin zurzeit ziemlich süchtig nach Borderlands 3. Auch heute, ich musste nicht zur Arbeit, hatte heute frei. Und mir tut auch irgendwie Ellenbogen und Knie weh, was echt beschissen ist, weil ich deswegen nicht trainieren konnte. Habe mich früh hingesetzt und den ganzen Tag lang nur Borderlands gespielt. Ne, ich glaube an nix. Du kennst doch Herr der Ringe, das sagt Aragorn auch. Sie glauben an nichts und folgen niemandem. Das bin ich. So.
Nein, also ich habe wirklich keinen Glauben und ich glaube auch an nichts. Dass es einen Gott gibt, ist kompletter Unsinn. Humbug möchte man meinen. So, die haben sogar schon 4 Pokémon. Ich sollte davon eigentlich nichts meine Pokémon komplett schnell kaputt hauen können. Das sollte nicht drin sein. Es hat keins eine Kampfattacke, was irgendwie sehr effektiv wäre auf Azurill, was ja ein Normal-Pokémon ist, wie wir wissen, was mich immer noch erstaunt. Ja, genau. Deswegen greife ich das Firnontor an. Bitte sei nicht. Bitte mach nicht zu viel Schaden. Oh Gott. Gut, das ist nicht sehr effektiv, aber auf mich ist es normal effektiv. Und ich bin Baby-Pokémon. Scheiße, ich glaube, ich gehe raus. Das ist mir zu heikel. Gut, sie greift schon mal das Firnontor an. Auch noch verwirrt. Mensch, da kriegen wir ja den Kampf vielleicht doch noch rumgerissen. Autsch, das ist jetzt nicht gut. Wenn ich 2 Attacken fresse, bin ich weg. Aber ich muss es riskieren. Gut, nochmal rechte Hand. Vielleicht verletzt es sich auch selber. Das wäre natürlich das Beste. Komm, verletzt dich selber. Nein! Oh, geh nicht auf mich. Jetzt besiegen wir das Firnontor. Golking ist ja auch zurückgewichen. Und kriegen ein neues Level. Wunderbar. Jetzt wechsle ich auf jeden Fall aus, denn falls sich jetzt mein Azurill entwickeln würde, guten Abend, Loop of Doom, möchte ich auf keinen Fall riskieren, dass das jetzt drauf geht. Wir brauchen was gegen den Wasser-Pokémon. Da haben wir doch sogar was. Hurinsong Large Penis macht das. Nee, nicht wirklich. Ja gut, meine Verteidigung. Es ist ein bisschen eklig, dass meine Verteidigung weg ist. Aber das kriege ich hin. Ich muss nur ein... Ach so, die eine hatte nur ein Pokémon und der andere hat 3 Pokémon. Ja, das ist ja jetzt ein unfairer Kampf schon so ein bisschen. Ne? Ja, sehr effektiver Elektroangriff. Super. Oh, das ist kein Ziel. Das ist jetzt eklig. Welser ist ein Boden-Wasser-Pokémon. Das heißt, das einzige Effektive darauf ist eine Pflanze und ich habe keine Pflanzenattacken. Die habe ich hier noch nie gehabt. Ich habe eine Kugelsaat, aber nur als TM und ich glaube... Ach, Mann. Ich habe halt wirklich keine Pflanzenattacke dabei. Wenigstens normal effektiv. Das ist jetzt halt die Stärke der Elektrizität. Es ist immun gegen Elektrizität. Warum? Oh, was kommt denn jetzt? Das sind Trainer, gegen den man kämpft. Mal ein Pokémon auswechselt, ist verdammt selten. Da kommt sofort der Crit rein, was das Sonnenkern weggemacht hat. Das ist schon cool jetzt gewesen. Er wechselt aus und das Vieh wird sofort zerlegt. Und da haben wir es. Haben wir auch Welser besiegt. Haben kein Level abbekommen, tragisch. Don't ignore my bug Pokémon, that really bugs me. Das hat er gesagt. Also, ignoriere nicht meine Käfer-Pokémon, das ärgert mich oder so. So würde ich es übersetzen. Geht halt nur im Deutschen leider nicht so gut. Alles klar. Unsere Pokémon wurden von ihr geheilt. Go. Nächster Kampf. Ich sehe es. Ich sehe, dass du verlieren wirst. Das sehen die irgendwie in jedem Spiel. Gibt so viele, die immer wieder sagen, oh, ich sehe, dass du verlierst. Und immer wieder ist es nicht so. Wenn es jetzt natürlich doch so wäre, wäre das ganz schön furchtbar. Wenn ein Trainer und ein Pokémon... Ja, cool. Wenn ein Trainer und ein Pokémon
wie eins zusammengebunden sind, dann wird eine seltsame Kraft geboren. Ja. Mich interessiert ehrlich gesagt das ganze Gerede gar nicht, weil ich das Spiel ja schon mal gespielt habe. Mir geht es wirklich nur um die Challenge. Ich will die Challenge schaffen. Das ist mir gerade echt wichtig. So, wir werden einfach einmal mit Watergun das Funpie angreifen. Also das Funvieh im Deutschen oder Funpie? Ich glaube, es heißt auch im Deutschen Funpie. Das ist nämlich ein Boden-Pokémon, das heißt, es sollte... Geil, ja, nimm's mir weg. Dann kann ich das Knospi mit einer Wasserattacke angreifen. Und natürlich ist Wasser auf dem Pflanzen-Pokémon sehr effektiv, ne? Nee, das... Andere Vieh wird jetzt natürlich... Ach du Sch... Ach nee, ist egal. Ich war jetzt wieder ein bisschen durcheinander. Nicht drüber nachdenken. Wir gießen eine Pflanze, wunderbar. Wachse, kleines Knospi? Knospi, glaube ich. Nein, bin ich sicher. Egal. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Sorgensam. Ach so, ja, da ändert sich meine Fähigkeit zu Insomnia. Also ich kann nicht mehr einschlafen. Ich weiß auch nicht genau, warum das jetzt irgendwie eine schlechte Attacke sein soll. Also, es ist eine schlechte Attacke, weil sie halt keinen Schaden anrichtet. Man benutzt sie ja nicht mal competitive. Jawohl. Und entwickelt sich unser Azure vielleicht zu Meryl? Komm schon, hab mich lieb. Ach, Manno. Eigentlich will ich das nicht bis Weihnachten spielen, denn irgendwie kam jetzt, habe ich jetzt heute auch schon mal wieder so einen Trailer gesehen, was noch im August rauskommt. Und da war irgendein Spiel dabei, was ich gerne hätte. Ich glaube, war das ein... Ich glaube, Mortal Shell kommt am 14.8. auf Steam raus. War ja bisher nur über den Epic Store zu erreichen. Mortal Shell würde ich vielleicht sogar mal... Also wenn wir bis dahin durch werden, wäre natürlich am besten. Aber ehrlich gesagt, wir müssen immer so lange Level-Sessions einsetzen, einschieben, dass ich das nicht glaube, dass wir bis dahin durch sind. Ich will nicht unvorsichtig werden, auf keinen Fall. Ich muss voll bei der Sache bleiben. Gegen Togepis kann ich drinnen bleiben, da passiert nichts Schlimmes. Gegen dir, das, was Schlimmes passiert, ist zum Beispiel dann Tanzer. Gegen Tanzer renne ich weg. Das ist jetzt aber nicht gut. Warum kann das... Oh, boah, der Schock meines Lebens. Nee, es war nicht so schön, weil ich wusste, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es mich besiegt. Aber warum kann ein Togepi Volt-Tackle? War das jetzt Metronom? Ich habe nicht aufgepasst. Togepi ist auch ein Baby-Pokémon. Das kam auch im Anime schon in der ersten Gen vor. Und man konnte es aber erst in der zweiten Gen kriegen. Das war immer sehr komisch. Deswegen denke ich auch mal, dass eigentlich sollte ja die erste Gen von Pokémon irgendwas bei 200 Pokémon haben. Das haben sie ja dann später gekippt und da viele Pokémon gestrichen, wodurch Daten... Ach, ist egal. Auf jeden Fall glaube ich, Togepi sollte auch so ein Pokémon sein, was in der ersten Gen noch mitkommen sollte. In der zweiten hat es dann eine Entwicklung bekommen und in der vierten hat es dann noch eine Entwicklung. Bleibt drinnen, wir setzen auf dieses blöde Golking kann immer vor mir angreifen und greift immer die Pokémon an, die ich angreifen will. Hey, Palim ist auch nutzlos und seine Vorentwicklung ist noch nutzloser. Naja, egal. So, wir haben das Item, jetzt gehen wir aber... Das berüchtigte letzte hohe Gras. Oh, Inkognitos, wie cool ist das denn? Ja, aber das brauchen wir nicht, da können wir wegrennen. Inkognitos geben so wenig EP, das lohnt sich wirklich überhaupt nicht. So, nächster Kampf. Ich muss mir mal dieses so abgewöhnen, ich sag's gerade schon wieder... zu oft. Auf welchem Level du bist? Ich glaube, du bist Level 60. 16. 60 wäre ein bisschen krass. Wir sollten dich langsam mal ein bisschen vorsetzen, um dich mal wieder ein bisschen zu trainieren, damit du weiter unser Team carryen kannst. Denn du bist schon ein ziemlich wichtiger Charakter mit deiner Extremverteidigung und deinem Stahltyp. Aber hier sind... Es ist ein Pflanzen-Pokémon dabei. Das wäre jetzt gerade nicht so gut. Aber lass mal das Schwimmisch weg. Das ist nur Blutsauger, das ist okay. Schwache Attacke, schlechte Attacke, egal. Also bis zur
7. Gen. In der 7. Gen ist es eine gute Attacke, weil da hat es plötzlich eine Stärke von irgendwas bei 65, 80. Irgendwo da so um die Dreh. Ich weiß nicht genau, welcher Wert das war. Machamp? Ach, du dickes Ding. Jetzt muss ich raus. Jetzt kann ich auch dich nicht einsetzen, nur auf Doom. Das würde ganz, ganz schlecht werden. Was setze ich denn jetzt? Ich kann auch nicht Felix einsetzen. Was mache ich denn jetzt? Das kann ich übrigens auch nicht einsetzen. Weil da, also, es fallen jetzt 1, 2, 3, 4 Pokémon raus, die ich nicht einsetzen kann, weil die alle anfällig auf Kampfattacken sind. Lila Orchidee würde gehen, aber Kampf auf Kampf ist immer so eine Sache. Ich muss es mit Lila Orchidee probieren. Ach du Scheiße, ey. Das ist immer so ekelhaft, wenn die Gegner dreifach entwickelte Pokémon einsetzen können. Ich greife es nicht an. Das Seeking schafft es wahrscheinlich nicht. Speicher ruhig Energie. Du hast sowieso nichts abbekommen. Okay, ist es. Wehe, du greifst jetzt... Du bist so dumm! Du bist so dumm! Wenn das jetzt Geduld auf mich eingesetzt ist, dann sterbe ich wegen meiner Mitstreiterin. Ich muss es angreifen. Ich muss es angreifen, denn wenn es jetzt Energie freisetzt und es ist auf mich gerichtet, sterbe ich. Ich muss es jetzt angreifen und ich kann nur hoffen... Oh, puh. Ja, hau das weg, komm. Mach's weg. Oh, es war nicht auf mich gerichtet. Seht ihr, wie viel Schaden das gemacht hat? Ich werde tot. Ach, du dickes Ding. Jetzt sitze ich zwei Pokémon gegenüber. Oh. Jetzt stehe ich zwei Pokémon allein gegenüber. Und davon ist eins... Es ist vorbei. Es wird jetzt ein Pokémon sterben. Okay, gut, ich habe ein Level-Up, vielleicht schaffe ich es doch noch. Ja, pump dich auf, alles gut. Pumped Merrill. Ich muss jetzt gegen die ganzen restlichen Pokémon alleine bestehen, weil meine Partnerin so scheiße ist und jetzt... Boah, ich könnte kotzen. Boah. Mankey macht das. Ich glaube an Mankey. Ja, es ist Rudenschlag, nein, alles gut. So, was kommt jetzt? Kommen Wasser-Pokémon. Ja, in den Kader ist es nicht so gut. Ich muss jetzt aber trotzdem auswechseln auf Huginson. Ich kann nicht wegrennen. Es ist ein Trainerkampf. Im Trainerkampf kann man nicht wegrennen. In den Kader jetzt, aber ich glaube, in den Kader sollte jetzt noch keine Bodenattacke haben. Das hatte ich, glaube ich, schon mal nachgeguckt. Ja, Bodenkampf. Egal. Ich muss gerade irgendwie meine Aufregung überdecken, weil es kann jetzt echt schlecht laufen. Spark, und wir machen das... Komm, triff wenigstens einmal mit dem Spark. Scheiße! Ich hasse sowas. Oh, gut. Das Merrill sollte besiegt sein, ist immerhin schon ein Wasser-Pokémon. Damit sind zwei Pokémon weg, jetzt heißt es nur noch 1 gegen 1. Das kriegt man hin. Denn die hat ja jetzt keins mehr. Das sind ja immer Doppelkämpfe. Aber ich muss trotzdem auswechseln, denn im Kader ist halt ein Boden... Na, nee, ich habe, glaube ich, noch andere Attacken, oder? Ja, Tackle. Das können wir uns auch sparen. Da wechsle ich lieber auf... keine Bodenattacke. Nur auf Doom. Es hat keine Bodenattacke. Außer Sandstrahl. Nee, Sand. Oh, wie hieß das? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kannst du mich mit Sand bewerfen. Bong. Oh. Oh nein! Ich kriege immer 1 KP Schaden. Oh nein! Es hat mir 2 KP Schaden gemacht. Kann sie jetzt eine Weile hinziehen. Wow, das war ein Crit. Macht immer noch. Macht 2 KP Schaden. Da ist Noob auf Doom wirklich absolut allem überlegen. Wenn's.
also gegen viele Typen hat es so eine Effektivität. Das macht dann auch Stollos im Endeffekt sehr, sehr gefährlich. Aber wir müssen es auf jeden Fall auf Level 20 trainieren, genau wie alle anderen Pokémon. Ich guck dann nochmal nach, wie hoch der Trainer ist, dass wir es wenigstens auf das Level schaffen. Naja, ein Remake. Es ist nicht, also bei Pokémon ist es auch immer so, es kommt halt immer noch ein Remake raus. Da ist es auch wirklich ein Remake, kein Remastered. Ja, es ist das Remake von diesem Spiel, beziehungsweise von Pearl und Platin. Ne, von Pearl und Adamant, die mit in diese Generation reingehören. Also es kam erst Pearl und Adamant, dann kam die dritte Generation von diesen zweien raus, nämlich Platin. Das heißt, wir spielen die vierte Gen, aber ist ein bisschen schwierig zu erklären, merke ich gerade. Aber du weißt, wie ich es meine, oder? So wie es halt immer bei Pokémon war. So. Jetzt kam schon wieder dieses So ist es unglaublich. Da sind sie wieder. Zwei Trainer. Die fordern wir heraus. Das will ich nicht unbedingt machen. Aber wir brauchen jede Erfahrung, die wir kriegen können. So, der sieht bestimmt, wie er sich verliere. Nee. Ich spüre eine seltsame Präsenz und sie geht von dir aus. Und der andere sagt wieder so was Komisches wie: Dieser Wald ist seltsam, weißt du? Er scheint mich mit Energie abzufüllen. Ne? Gießkanne genommen, rein und zack. Wie Brava und. Gut, das sind. Verdammt, ich wollte doch das Blö. Ich wollte doch das Stolunio vortun. Naja, ist okay. Wäre jetzt sowieso scheiße, da ist ein Boden-Pokémon dabei. Greift man wie Brava erstmal an. Das ist erstmal das Wichtigere, dass das wegkommt. Finte. Gut, und das Finion ist verwirrt. Das haben wir auch fotografiert bei Pokémon Snap, nicht vergessen. Oder doch, da haben wir auch, ja. Und seine Entwicklung natürlich Lumineon. War das richtig? Doch, ich glaube schon. Es regnet, la 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 la. Greif halt das Pokémon an, was ich angreifen will. Ich sehe nicht, dass irgendwie eine Nachricht von dir nicht durchgekommen wäre. Guten Abend, René. Denn im Bot sehe ich tatsächlich nicht, wenn eine Nachricht blockiert wird, aber hier drüben in dem anderen Chatfenster sehe ich, wenn eine Nachricht blockiert wird, aber es ist keine blockiert von dir, also eigentlich. Oh, bitte entwickel dich jetzt endlich, Azure. Werde zu Merrill. Werde wiedergeboren als Merrill. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, das ist doch nicht wahr. Ja, ist jetzt schon Level 2 und... Oh, guckt mal, was da ist. Unseren Encounter haben wir, wie gesagt, noch nicht, erst wenn wir durch den Wald durch sind, da wir ja dann erst wieder alleine sind. Die mache ich weg. Warum ich die wegmache, ist ganz klar. Wir kriegen dafür immer noch ein bisschen Erfahrung und nach jedem Kampf werden unsere Pokémon von unserer Mitstreiterin, die wir da durch den Wald führen, geheilt. Das macht natürlich Sinn. Selbst wenn es nur ein paar EP sind, können wir die uns noch abgreifen. Außer bei den zwei Icognitos vorhin. Da habe ich gedacht, ja, ein Icognito, nee, brauchen wir nicht. So, und jetzt tun wir endlich unser Stolunio vor, damit das wieder trainiert wird. Das muss auch mal auf Level 20 kommen. Wurde aber auch nicht blockiert, also... Wir werden dann wahrscheinlich eine Levelphase einlegen müssen für Lila Orchidee, aber die brauchen nur noch eins. Für Huginson Large Penis brauchen noch drei und Miss Murdoch brauchen noch drei. Wir werden erstmal gucken, wie hoch jetzt Loop of Doom kommt im Wald, aber es dürften nicht mehr viele Trainer sein und auch nicht mehr kein allzu langer Weg mehr sein.
Es ist so sinnlos, ey. Warum Inkognitos? Warum Inkognitos? Könnten nicht Doppel-Shaneiras sein? Ich befürchte es auch. Aber ehrlich gesagt gab es ja auch noch nicht wirklich gute Pokémon. Also es gab Togepis, es gab... gerade jetzt Inkognitos, Mauzis, ein Hornliu. Hornliu würde ich sogar nehmen, das wäre mir von allen gerade noch das Liebste. Aber wirklich gut sieht es nicht aus. Kann ich nicht sagen. Nice. Toll, das war auch das Pokémon, was ich angegriffen habe. Naja, wir wechseln ja automatisch auf das andere. Da. Golking, das ist der absolute Terminator schlechthin. Wenn es nicht vorhin Scheiße gebaut hätte. Oh, 2 Punkte auf Intec. In Loop of Doom weiß ich es auch noch, dass sich das erst Level 34 entwickelt. Das war jetzt sehr seltsam, nur einen Schritt gegangen, sofort ein Encounter. Aber ein Kukuna würde ich auch nehmen. Die beiden werden wegmachen. Kukuna können nämlich auch ganz gut EP geben, wenigstens ein bisschen was. Gut, das soll auch ein One-Hit sein, denn das Vieh hat nur Verteidigung und Spezialverteidigung nicht wirklich viel. Guck mal gleich mal, wie viel das gibt. Na, über 100, das ist okay. Und das Hornliu wird definitiv unter 100 geben, weil es halt nur ein Hornliu ist. Es ist halt nur klein. Ich glaube, Hornliu tatsächlich, ja, würde ich mich voll drüber freuen. Auch wenn Bibor in der Generation noch nicht besonders stark ist, weil es sich nicht entwickeln kann. Nee, von hier aus kam ich. Gut. Ihr wisst, dieses Haus ist eine Todesfalle und ich werde da nicht reingehen, ehe wir nicht Level 35 sind. Dann können wir uns den legendären Encounter holen. Falls es eins der Trios ist, dürfen wir es behalten. Wenn nicht, muss es weg. Aber das ist das Problem. Letztes Mal war das ein Kyogre da drin und ich wurde gefickt. Das mache ich nicht nochmal. Worüber ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht habe, falls einmal mein Team komplett zerstört wird, aber ich habe noch Pokémon in der Bank, die noch leben. Darf ich dann noch weitermachen oder ist dann die Challenge trotzdem verloren? Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, wie sich das verhält und da weiß ich jetzt auch nicht, da habe ich nicht genügend... Na warte mal, es geht jetzt hier nicht darum, was du möchtest, sondern es geht jetzt darum, wie sich das in der Regel in anderen Nuzlocke-Challenges verhält. Das... Denn solange ich noch lebende Pokémon in der Bank habe, sollte ich die eigentlich... So, oh, sie hat jetzt gesagt, ah, da ist der Ausgang, irgendwas anderes habe ich nicht mehr ganz gelesen. Ich hätte es niemals alleine hier durchgeschafft. Vor allem, du musst dir das mal überlegen, sie hat Angst hier durchzugehen, weil sie dann zu kämpfen gezwungen wird. Okay, gut, dann machen wir das auch so. Sollte ich einmal ohnmächtig werden, ist die Challenge verloren. Alles klar. Ich danke dir sehr, Dana. Das ist ein Zeichen meiner Anerkennung oder meiner Dankbarkeit. Bitte akzeptiere es. Ein Suf... Ah, die Glocke! Ja, nice, endlich. Genau deswegen wollten wir endlich durch den Wald durch. Starkes Ding, starkes Ding. Fällt mir immer wieder Felix ein, wie er gesagt hat, schönes Ding bei dem Headshot. Ist auch im Dumbledooms Army Best-of-Video drin. Schönes Ding. Finde ich immer wieder gut. Hier haben wir keinen Encounter.
Ja, okay, wenn ich einmal ohnmächtig werde, ist die Challenge vorbei. Ist angekommen, habe ich jetzt eingesehen und verstanden. Ihr müsst euch auch mal überlegen, wir sind noch nicht mal bei der zweiten Arena gewesen. Ne? Das zieht sich eine ganz schöne Ecke hin. Jetzt kommen hier wieder die Trainer, wo einer 6 Kappadors hat. Lasst mich bitte erstmal kurz in die Stadt gehen, ins Pokémon Center und meine Pokémon heilen, die eigentlich noch geheilt sein sollten, aber das habe ich jetzt vergessen und deswegen mache ich es trotzdem. Nein, nein, möchte ich nicht. Verdammt, verdammt, ich wollte nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will nicht, dass sich das bis Weihnachten hinzieht. Wie gesagt, am 14.8. kommt Mortal Shell endlich für Steam raus. Endlich mal wieder ein Souls-like-Game. Na gut, Blasphemous hat man auch erst gespielt. Ist jetzt gar nicht so lange her. Jetzt geht's los. Der wollte Pokémon anhängen und hat stattdessen einen Trainer getroffen. Ist okay. Fischermann Josef. Das ist gut, das kann ich wegmachen. Wir sind sogar auf dem gleichen Level. Das ist überragend. Erstauner, ey. Geh mir aus den Augen. Oh, jetzt geht das los. Ey, jetzt reicht's aber. Oh, das ist nicht gut. Ich glaube, ich muss raus. Konfusion, spezielle Attacke. Noob of Doom hält alles aus, aber nicht keine speziellen Attacken. Ach ja, stimmt, den habe ich ein Item gegeben. Da ist wirklich vorbei. Das brauchen wir gar nicht zu probieren. Brauchen wir jetzt Miss Murdoch einsetzen? Miss Murdoch hat Biss und kann damit das Vieh sehr schnell und einfach wegrollen. Gut. Biss. Da Palimpalim halt wirklich ein Psycho-Pokémon ist. Ja, es hat halt eine hohe physische Verteidigung. Alle physischen Attacken sollten an dem eigentlich fast abprallen. Es sei denn, es sind Kampfattacken und Bodenattacken. Aber alles andere überlebt da nicht so gut. Wäre jemand bitte mal so freundlich nachzusehen, welches das höchste Level in der zweiten Arena von Pokémon Platin ist? Also die Leiterin und welches höchste Level bei ihr ist, damit ich weiß, wohin ich ungefähr meine Pokémon trainieren muss. Seit wann können Pokémon sterben? Eigentlich sterben Pokémon schon seit der ersten Gen, denn da wurde das sogar behandelt in Lavandia. Da waren ja dann diese ganzen Pokémon-Gräber überall. Und da haben Leute geweint um ihr Fukano und sowas. Ziemlich mitreißend sogar. Ah, da ist er, der 6. Welches das höchste Level des Arenaleiters der zweiten Arena in Pokémon Platin ist? Also in Eterna City Arena, welches da ist, ist schwierig zu sagen, aber du weißt, was ich meine. Das will ich mir nicht antun, ich wechsle lieber mal aus. Obwohl, das ist Level 8, na komm. Also ein Headbutt sollte da eigentlich reichen. Wir sollten auch noch schneller sein. Es ist Level 8. Das müssen wir. Ach, das gibt's doch nicht. Na gut, aber es hat nur Tackle. Es hat noch keine Pflanzenattacke. 22. Sagst du? Moment mal. Das hat Angelika gesagt. Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht so wirklich vertrauen. Okay, gut. Voluminas hat. Nee, hat's nicht. Super effective und die Accuracy. Lock. Scheiße, ich kann nicht weg. Moment mal, das Vieh ist doch Gestein. Luminas ist, glaube ich, nur Gestein. Das hat keinen Stahltyp. Oh,
Ja, aber Angelika, es hat anscheinend doch einen Stahltyp. Du musst schon zugeben, du bist, ich bin dir auch dankbar jetzt, wo ich weiß, dass es stimmt, aber du bist schon manchmal ganz schön böse. Ah, verdammt, ich hätte mit Metallklaue angreifen sollen, schließlich habe ich den Angriffsboost bekommen. Sollte aber genauso viel, sollte es jetzt, okay, Entschuldigung, immer. Ja, habe ich gerade auf Iron Defense. Das erhöht meine Verteidigung um 2, ne? Ich würde sagen, da wir gerade noch den Härtner drin haben, können wir das tatsächlich mal reintun. Vielleicht müssen wir irgendwann mal unsere Verteidigung stärken, damit gar nichts mehr durchkommt. Ich mach's einfach mal. Es ist jetzt nicht wichtig, aber immer noch besser, als einfach nur Härtner drin zu haben. Das Vieh sollte uns nichts können. Ich glaube nicht, dass das irgendeine... Ja, es paralysiert uns. Selbstverständlich, was sonst? Und wir haben noch einen geboosteten Angriffswert. Wir sollten ordentlich Schaden machen. Na aber, hallo! Ah, es hat Konfusion. Ja, stimmt, es konnte Psycho-Attacken lernen. Es hatte... Mein Smetbo konnte früher auch mal Psychokinese. Hat nur leider kein Step. Was halt... Das wäre eine geile Mega-Entwicklung gewesen. Psychokäfer. Für Smetbo. Hätte ich gefeiert. Bibo hat immerhin eine bekommen. Paras ist leider auch Typ Pflanze. Und ich weiß nicht, ob es eine Pflanzenattacke hat. Deswegen gehe ich raus und setze... Eine Orchidee ist nicht sehr effektiv. Murdoch ein. Eisattacken sind sehr effektiv auf Pflanze und normal effektiv auf Käfer. Das heißt, wir haben eine sehr effektive Attacke. Ich meine, es ist nur Level 10. Das bringt jetzt, spielt jetzt nicht so eine Rolle. Ja gut, aber wen interessiert das? Ja gut, ein paar interessiert. Ja, es war böse. Ein paar interessiert es vielleicht, aber mich nicht. Ich hab's nicht. Und die, ich finde auch ganz ehrlich, da muss ich ehrlich sein, ich habe mir die Giga-Dyna-Maximierung angeguckt und ich finde keine einzige davon wirklich gut designt. Die Mega-Entwicklungen waren alle super durch die Bank weg, obwohl ein paar blöde gab es schon. Zum Beispiel habe ich nicht verstanden, warum Ordach eine bekommen hat. Und auch das Design war jetzt nicht so der Hammer, aber trotzdem. Und die Giga-Dyna-Maximierung alle, nee. Ich will ja niemandem hier sagen, dass das scheiße ist, was er mag. Jeder darf magen, mögen, was er möchte. Dankeschön, da sind wir uns einig, das finde ich gut. Ich meine, denk mal an Bibor. Oh, Bibor sah so cool aus, ist auch eine... Also, nee, das ist nicht... Ich kann nicht sagen, dass es eine meiner Lieblings-Mega-Entwicklungen ist, weil ich das bei fast jeder Mega-Entwicklung sagen würde. Das ist interessant. Kindwurm dürfte schon vom Typ Drachen sein und ich hasse ihn, den Sangler, dafür, dass er einen Kindwurm hat. Aber mit Icy Wind sollte es sehr effektiv sein, das Vieh direkt one-shotten in die Hölle. Jupp. Ich wünschte, ich könnte Pokémon klauen. Ich hätte so gern Kindwurm. Ach ja, wir können uns unser Encounter jetzt abholen im Wald. Nach wem benennt man das? Wir haben gerade nicht mehr da. Hugison, Large Penis, Noob of Doom und Angelika sind alle weg. Und Caro haben wir jetzt auch weg, die letztes Mal noch da war. Verdammt, muss ich mir jetzt selbst einen Namen ausdenken? Ach schön, Angelika ist auch auf unserer Seite. Eine von den Guten. Mal. Ich weiß nicht, die Pokémon-Musik nimmt mich aber übelst mit. Das ist jetzt nicht so gut. Oh, das ist ganz und gar nicht gut. Ach du Scheiße, ist das schlecht. Ich muss kurz was nachgucken. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Metagross Schwebe hat oder nicht. Und das muss ich jetzt erstmal auschecken. Es sollte noch keine Boden- oder Kampfattacken tun können, aber Stahlattacken eventuell. Metagross, welches Level ist es nochmal?
Level 14. Gut, ich guck. Na, falsches Fenster geschlossen. Vierte Gen hat's auf. Es hat schon Metallklaue. Na gut, ich denke jetzt mal, das würde ich überleben. Ist ja auch nur normal effektiv. Und welche Fähigkeiten hat's? Nicht schwebe. Ah, okay. Ja, gut, kann man machen. Ich bleibe drinnen. Es ist riskant, aber ich bleibe drinnen. Es kann nicht schweben, es kann nicht fliegen. Ja, klar, geil. Das ist doch zum Kotzen. Jetzt habe ich wieder nichts. Ich kann Miss Murdoch nicht einsetzen, das ist... Nee, Nubi ist nicht in Gefahr. Nubi ist gleich draußen. Ubinson, machst du das? Ah ja, hier. Nee, es ist... Ah, Magnetflug, Lanz in der Foppen, ja. Es kann Konfusion, Bodycheck, Magnetflug. So, dann hat das wieder auf Level 20 eine andere Attacke. Also es hat Metallklaue, Magnetflug, Konfusion und Bodycheck. Da ist nichts dabei, was unseren Huginson Large Penis sehr effektiv treffen könnte. Es kann Schaden machen, das stimmt, da bin ich voll bei euch. Aber wir versuchen etwas. Jetzt hat es auch noch mein Einschüchtern, mein Bedroher. Ey, warum haben jetzt schon zwei wildfremde Trainer einfach Metacross? Da geht's mir hier so. Elektroattacken sind normal effektiv und sollten das hier jetzt aber wirklich one-shotten. Auch wenn es eine physische Attacke ist. Ach, Kacke. Ja, genau. Takedown? Ach, das ist Bodycheck. Oh Gott. Ja, meins auch. Gut, Metallklaue sollte mir nicht so viel Schaden machen. So, und jetzt kann ich an... So, sollte jetzt als nächstes... tatsächlich der Bodycheck kommen, war's das. Ich kann jetzt aber nicht auswechseln. Ach gut, Metallklaue. Dann haben wir gewonnen. Sollte jetzt nicht... Also ein Crit hätte mich, glaube ich, auch nicht besiegt. Selbst mit Doppelten wäre es jetzt... Klar, also ich greife 3, 4, 5 Mal hintereinander mit Metallklaue an, krieg nicht einen... Boah! Ey, wir müssen jetzt hier schnell aus dem Kampf raus. Ich zerklopp sonst irgendwas. Bei gegnerischen Pokémon haben natürlich Metallklaue eine 100%ige Chance, auf den Angriff zu erhöhen. Mal wieder runterkommen. So, haben wir auch ein weiteres Pokémon, was eine Unlichtattacke beherrscht, falls wir mal Dings nicht rausschicken können. Psyduck. Ja, das passt ja. Da müssen wir gar nicht wechseln. Huginson Large Penis macht das. Ich habe überlegt, da wir ja ein familienfreundlicher Stream sind und Penis ja doch recht ausführlich ist, habe ich mir überlegt, dass wir das vielleicht austauschen gegen Pullermann und wir machen aus Huginson Large Penis Huginson Large Pullermann. Werdet damit einverstanden? Dann sind wir wieder familienfreundlich. Gibt 441 EP? Meine Güte. Ich guck mal kurz nach, wann sich das Vieh zu Lux 3 entwickelt. Auf Level 30. Auf Level 30?
Das ist nicht lange hin. So, wir gehen nochmal zurück. Und dann holen wir uns unseren Encounter aus dem Wald ab. Ich denke mir dann da einen Namen aus, denn ich habe halt doch nicht so viele Zuschauer, wie ich dachte. Traurig. Das hatte ich damit auch nicht Was wollte ich jetzt sagen? Das wollte ich damit auch nicht erreichen. So wird ein Satz draus. Holen wir unseren Encounter ab. Ich möchte jetzt nicht, dass Loop of Doom vorne ist. Doch, das geht. Level 18 passt. Wir müssen uns auch erstmal das Item abholen, was da unser... Na, Hamitsu ist gerade nicht... Ja, gut, sie ist gerade nicht da. Ja, gut, können wir trotzdem machen. Ja, stimmt. Sie ist... Gute Idee. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Mitsu, Carix, stimmt, sind ja alle noch... Was ist es? Ja, gut. Also, wir können es fangen, aber wir können es uns auch sparen. Ich werde Mauzi jetzt definitiv nicht ins Team nehmen. Also, hauen wir es lieber weg. Da sind mir die EP tatsächlich lieber. Ich möchte kein... Also, ich brauche kein Mauzi, selbst wenn ich... Ja, genau. Töten. Gut. Aber wie gesagt, diesmal stürzt mich auch nicht, denn in dem Wald gab es keinen einzigen guten Encounter, der mir jetzt irgendwie zugesagt hätte. Romu, ja, oder Kokuna, aber trotzdem, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber wir haben ja gleich da hinten noch einen Encounter frei. Wir müssen halt auch die Pokémon jetzt ein bisschen trainieren. Hier ist jetzt kein Encounter für uns, das ist immer noch dieselbe Route. Ja, Guardspeck war irgend sowas komisches, braucht kein Mensch. Cherry Berry, wir nehmen die ganzen Bären mit, wie gesagt. Es gibt coole Bären, die halt zum Beispiel die Zuneigung von unserem Pokémon zu uns erhöhen und dafür irgendeinen Wert senken. Wenn man das bei nutzlosen Werten macht, ist das ganz gut. Am 4.8. kommt ein Update für Pokémon Snap raus, ein kostenloses Update. Ich überlege, ob ich da... Also bis auf den Freitag kann ich die ganze Woche streamen. Ich weiß nicht, ob ich es immer schaffe, wegen Training und so. Aber wie gesagt, gerade Schmerzen im Ellenbogen und Knie. Weiß nicht, ob ich trainieren kann. Ob ich da vielleicht mal eine Runde Pokémon Snap mache. Bin ich noch unschlüssig. Holen wir uns einen neuen Encounter. Bin gespannt, was es ist. Bei meinem Glück. Aber obwohl, wir hatten diesen Run schon gute Pokémon. Das muss ich diesmal zugeben. Was heißt Run? Es ist ja kein Run. Run ist was für mich, was ich durchspielen kann. Recht schnell. Fort! Du wolltest die Pokémon-Statue sehen, oder? Komm mit, ich bring dich hin. Was zum... Ja, das ist der Typ, den ihr am See gesehen habt. Also, das ist die Pokémon-Statue von Eterna City. Ich habe übrigens gehört, dass die Statue in Adamant auch so aussieht wie in Pearl. Ist das richtig? Ist das immer nur eine Statue? Weil in Adamant ist es ja eigentlich ein völlig anderes Pokémon. Shaping our world, our time and space. Irgendwie hat es unsere Welt und unsere Zeit und unseren Raum geformt in irgendeiner Spirale. Und die sind irgendwo in Sinnoh, die Pokémon, die Zeit, das Zeit und des Raumes, Sinnohs Mythen. Die Wahrheit braucht eine Untersuchung. Entschuldigt mich, geht beiseite. Er kann nicht an uns vorbeigehen, was für ein Schnösel. Als wir ineinander gekracht sind, kam mir eine großartige Idee.
Ein ganz einfacher Weg, um ein großartiger Trainer zu werden. Ja, genau. Alles klar. Hör gut zu. Stell sicher, dass all deine Attacken treffen und weiche allen Gegnerattacken aus. Wenn du das tust, wirst du niemals verlieren und du wirst ein unbesiegbarer Trainer. Wow. Egal. Guck dir ruhig die Pokémon-Statue an. Wir sehen uns. Es ist die Pokémon-Statue von Eterna City. Oh, ich hab Schluck auf. Da schien eine Platte dran zu sein, wo eine Erklärung drauf stand, aber die ist weg und ab und so. Ich glaube, wir konnten mit irgendwem reden. Ich glaube, hier in dem Haus haben die uns das erzählt, was auf der Platte drauf stand. Ich gucke nochmal kurz nach. Damit wir die Story schon ein bisschen mitnehmen können. Das war es wohl nicht. War es der hier? Ah ja, hier. Aber wie gesagt, im Englisch ist es Creation of the Giver of Time. Also, was Dialga geschaffen hat, die Zeit. Im Lachen sind Tränen. Und dieselbe Zeitflehe von Dialga. Blessing of. Same time flows. Ah ja, klar. Dieselbe Zeit fließt. Der Segen von Dialga. Fehlen halt immer ein paar. Geburt von Palkia. Verdammt, jetzt habe ich es nicht gelesen. Am Leben und doch nicht am Leben. Risse im Raum. Um im selben Universum anzukommen. Der Segen von Palkia. Und das war noch eine dritte, aber die dritte ist halt nicht da. Ich glaube, man erfährt auch nie, was da drauf gestanden hätte, aber wir wissen halt schon, was das dritte Pokémon ist. Ich möchte es aber nicht verraten, vor allem, weil es in diesem Run natürlich ein anderes Pokémon sein wird. So, mal sehen, was wir hier als Encounter bekommen. Kommt schon, was Gutes. Wow. Ich habe schon Wasser-Pokémon. Ich werde kein Finneon einpacken. Ich weigere mich. Ich muss aber raus. Das ist ein Wasser-Pokémon. Ganz gefährlich. Gut, dann werden wir auch kein Finneon fangen. Wir gehen dann aber noch in die Höhle rein und holen uns dort noch einen Encounter ab. Vielleicht ist das wenigstens mal was Gutes. Ich müsste wenigstens einmal... Ich nehme kein Finneon mit. Nee, was will ich denn damit? Seht ihr, das hätte mich jetzt gewone-shottet, die Water Gun. Also ich denke schon nach, was ich tue in dem Kampf. Hin und wieder. So. War auch noch ein Crit. Dann schauen wir doch mal, was jetzt hier noch für Pokémon kommen. Wetten, es sind relativ gute dabei jetzt. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt sowas wie Dratini oder direkt Dragoran kommt. Ist nicht schlecht. Hätte ich auch genommen, aber wir haben schon einen Mankey und deswegen hätten wir es jetzt nicht gebraucht. Das ist ein Kampf-Pokémon, ist mit Kampfattacken ganz gefährlich. Lieber raus da. Niederorchidee macht das. So, wieder Levelphase. Können wir wieder beschleunigen. Das sieht jetzt halt echt so aus, als wären hier nur... Oh Gott! Ich renn weg. Oh Mann, ich renn sowas von weg. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich kämpfe nie wieder gegen einen Tanzer. Vielleicht, wenn ich Stolos habe. Dann vielleicht. Ich glaube, also eigentlich schon, aber manchmal vergesse ich den deutschen Namen und weiß dann entweder nur noch den Spitznamen, den ich dem Pokémon gegeben habe, wenn es ein Competitive-fähiges ist, was ich besitze, oder ich erinnere mich nur noch an den englischen Namen, was ganz komisch ist, weil ich mit den englischen Namen eigentlich nie wirklich in Kontakt kam. Also eigentlich schon.
Botot. Das haben wir auch fotografiert bei Pokémon Snap. Das sind halt aber alles so schwache Pokémon. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal in die Höhle und holen jetzt erstmal einen neuen Encounter. Falls es was Gutes ist, heißt das. Ich habe sehr viele Jahre meines Lebens Pokémon gespielt, Noob of Doom. Natürlich kenne ich da die Pokémon. So, dann zeig mal her, was wir hier haben. Ja, okay. Könnt's mal mitnehmen. Ich gehe aber raus, weil Karmog, glaube ich, Feuerattacken erlernen kann. Ich glaube, es ist Gestein oder Boden. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich nehme auf jeden Fall lila Orchidee raus und hau das Vieh runter. Boden. Nein! Och Mann, ey, diesmal wollte ich's fangen. Oh, jetzt natürlich der Todeskrit. Ach Mann. War ich da jetzt selbst dran schuld? Lass mich mal nachgucken. Ja, gut, selber schuld. Hab ich vergessen, dass Karatehieb eine höhere Crit-Chance hat. Nein, nicht ist so. Ach, nicht schon wieder. Wir können nicht weg und so weiter. Ach, nee. Ach, du Scheiße. Nein! Das kann nicht wahr sein. Wir hätten auch nicht wegrennen können. Gegen Isso ist es ein aussichtsloser Kampf. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ja, Noob of Doom, du bist tot. Noob of Doom ist tot. Da können wir jetzt machen, was wir wollen. Noob of Doom ist tot. Wir hätten nicht auswechseln können, wir hätten gar nichts können. Von Anfang an war dieser Angriff, war das jetzt unvermeidbar. Das war jetzt. Noob of Doom ist tot. Das wirkt nicht? Boah, das wirkt nicht! Oh! Ich war mir safe. Also ich war total sicher, dass jetzt Noob of Doom tot ist. Oh, was ist das denn? Noob of Doom, da hätte ich jetzt gar nichts machen können. Ich kann gegen ein Isso nicht wegrennen. Der Kampf wäre halt einfach so gewesen. Das hätte ich nicht ändern können. Und sobald der Pokémon... Leute, er hat dieses Band eingesetzt. Wenn ich das Pokémon besiege, wird mein Pokémon auch besiegt. Das war die Attacke Destiny Bond, die er eingesetzt hat. Ich wusste nur nicht, dass das aufhört zu wirken, falls das das einzige Pokémon ist. Ach Mann, das habe ich gerade nicht gelesen. Geht das nur in derselben Runde? Das kann auch sein.
Ich dachte, es gilt über den ganzen Kampf, bis man das Pokémon besiegt und auch. Nee, das war. Das verwechsel ich gerade mit Abgesang. Abgesang wird nur beim Wechsel. Ah ja, okay, gut, ja dann. Kann ich jetzt auch mal wieder treffen? Nur so ein bisschen vielleicht. Oh. Ich gehe raus, das wird mir gerade zu blöde. Dann natürlich. Angelika macht das. Angelika macht das sicher. Die hat nämlich sogar die spezielle Aqua-Knarre. Psybeam sollte mich auf jeden Fall nicht besiegen. Und Watergun. Er kann seine Verteidigung erhöhen, wie es will. Gegen eine spezielle Attacke ist es nicht gefeit. Das ist jetzt irgendwie doof. Wehe, du greifst dich jetzt selbst an. Boah, ich kotze so ab. Jetzt kann ich mich gleich wieder heilen. Diese dumme Scheiße, ey. Warum ist Pupanze schneller als ein Azurill? Wirklich. Da muss ich raus. Gut, danke René, da hast du mir einen großen Gefallen getan. Und jetzt, ich werde vielleicht da nochmal auf Issus treffen. Och Mann, ey, ich hasse solche Leute. Na klar. Oh, hat getroffen. Immer wieder Doppelteam einzusetzen. So eine Scheiße. Da unten ist ja noch eine Trainerin. Erstmal muss ich zurück. Ich muss mich mal heilen. Sorry. Und da oben ist dann auch noch ein Trainer in diesem Feld versteckt. Wir müssen halt jetzt leider erstmal wieder eine Level-Session machen. Ihr kennt das. Oh, Cynthia. Oh, das, was du da hast. Dieses Gerät. Ist das ein Pokédex? Wow, das bringt Erinnerungen zurück. Entschuldige mich, wie war dein Name? Okay, hallo Dana. Ich werde mich sicher an diesen Namen erinnern. Mein Name ist Cynthia, ich bin ein Trainer, genau wie du. Ich studiere die Pokémon-Mythologie einfach nur aus reiner Neugier. Hier in Eterna City ist eine Pokémon-Statue eines antiken Pokémon. Du hast sie bereits gesehen? Dem Mythos zufolge. Ja, aber Leveln ist halt so ein bisschen langweilig, weil ich da halt immer nur rumsitze. Wir können uns da ein bisschen unterhalten und über die Themen des Tages diskutieren, konversieren, wenn ihr so wollt. Dem Mythos zufolge war es ein extrem mächtiges Pokémon. Ist es auch? Palkia, Dialga sind so coole Pokémon. Saumega stark. Mir gefällt aber Palkia ein bisschen besser als Dialga. Wer weiß. Vielleicht wirst du einem ähnlichen Pokémon begegnen, wenn du mit deinem Pokédex unterwegs bist. Oh, ich weiß. Versuch das. Es sollte hilfreich sein. Das ist Zerschneider. Ja, es ist halt Zerschneider. Und ich sag mir noch sowas wie viel Glück. Und ich soll Professor Rowan grüßen. Und ja, Rowan's Call und so weiter. Entschuldigung, nee, das war gerade Borderlands. Jetzt werden wir erstmal noch ein bisschen kämpfen. Wir haben noch zwei Trainer dort, die wir besiegen können. Der Schock, dass Snoop of Doom jetzt eigentlich gestorben wäre, wo ich jetzt gerade so dachte, das ist gut, dass das nicht passiert ist, denn Snoop of Doom ist ein sehr wichtiger Teil des Teams. Ein Stahl-Pokémon in der vierten Gen, was man im Team hat, macht das ganze Spiel doch recht erträglich. Ich meine, erstmal hat man einen Sherox, das ist dann gestorben. Ich weiß echt nicht, ob ich hier oder in der Höhle trainieren soll. Gibt's jetzt Glibunkel?
So, das ist der Trainer. Und da geht's los. Zubat! Klingt das nicht wie ein Ninja-Überraschungsmove? Schniedel, bist du es? Oh, der gute Schniedel. Ja. Nee. Da, nee. Da, diesmal doch muss trainiert werden. Schade, wir haben kein Schniedel mehr gefunden diesmal. Lumineon, das wird ordentlich Erfahrung geben. Oh. Ja, setz nur deine Water Gun ein. Was denkst du, wie sehr mich das kümmert? Hier, friss ein Spark. Oh, hi. Shanaira, das gibt so viel Erfahrungspunkte. Ich glaube, wir setzen so da. Naja, nee, wir machen nur Lila Orchidee. Lila Orchidee macht das weg, ja. Ich habe überlegt, ob ich sowas sage wie: Ich hätte gern noch einen Schniedel mehr gehabt oder so, aber ich dachte, Familienfreundlicher Stream und so. So, auf geht's da runter. Das habe ich letztes Mal auch komplett vergessen, dass ich das Ding ja schon kaputt machen kann und deswegen hier runter kann, um gegen diesen Trainer zu kämpfen. Was ist denn das für Musik? Ist das ein Luftikus? Er hat gerade gesagt, sieh dir diese wunderschönen Flügel an. Wow, das ist ein gutes Flug-Pokémon. Ich habe gerade davor gehauen, Entschuldigung, also fürs Mikro. Bestes Flug-Pokémon ever, Trassler. Ah, okay, gut. Ist Firnontor eigentlich, das muss ich dann mal nachgucken, denn ich kann es ja nachgucken, ist das eigentlich Eis und Licht oder nur Eis? Denn wenn es Eis und Licht wäre, wäre es ein richtig guter Typ. Aber ich glaube, ich meine nicht. Ich habe auf jeden Fall eine sehr effektive Attacke mit gegen Super Effective Flinch. Oh. Schade. Das ist wirklich schade, denn wie hieß es? Frostetia ist ja auch Eis. Eisgeist. Das hätte gepasst, wenn Firnontor Eis und Licht wäre. Schade. Sehr, sehr schade. Headbutt ist natürlich irgendwie ikonisch. Also das. Weil es halt nur ein Kopf ist. 40, 55. Doppelteam möchte ich eigentlich drinnen lassen. Und Headbutt brauchen wir, ist eine physische Attacke. Ich würde den Puder Snow wegmachen. Ich setze es sowieso nicht ein, auch wenn es eine 100%ige Genauigkeit hat und das andere halt nur 95. Ja, gut. Ist wirklich sehr traurig. TM12 Taunt. Also, wie heißt das im Deutschen? Verhöhner. Also eigentlich kommst du ganz gut im Pokémon rein. Da hast du wirklich überhaupt keinen Punkt. Du machst ja nicht am Anfang sofort so eine komische Challenge, die dein Leben dauern wird. Am Anfang ist es halt einfach nur ein cooles Spiel. Es ist sehr einfach reinzukommen. Du hast halt viele Pokémon-Typen, aber das hast du schnell drin. Und dass Eis auf Pflanze effektiv ist oder Feuer auf Pflanze oder Pflanze auf Wasser, das kann man sich schon so denken. Man kann sich nicht alles denken, das stimmt, aber ich finde Pokémon für Einsteiger eigentlich ganz gut.
wurde auch von Generation zu Generation einfacher gemacht. In der 7. Gen siehst du dann sogar im Kampfmenü, welche Attacke wann effektiv ist und sowas. Hat mich dann schon übelst aufgeregt, da bin ich fast ausgerastet. Jahrelang Pokémon-Wissen gesammelt, nur damit es in der 7. komplett entschärft wird. Kotzen! Superball gefunden, sehr schön. Nein, es gibt hier wirklich Dratinis. Oh, ihr Schweine! Ich will jetzt sofort mein Dratini als Entschuldigung haben. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Wisst ihr, wie cool das gewesen wäre, wenn wir einen Dratini hätten? Mit Dragoran und Schieß mich tot. Das wäre so cool gewesen. Das freut mich nur auf uns. Wirklich, sowas ist richtig schön zu hören. Und das, obwohl ich gerade einfach nur level, wo ich nichts wirklich machen kann, außer hier rumzustehen und im verschnellerten Modus auf Pokémon einzudreschen. Das ist wie so eine richtig große Straßenklopperei. Straßenkampf, Straßenkampf. Kennt ihr das dritte Wahl, das harte Punkband? Ich kenn's nur, weil Heaven Shall Burn das Straßenkampflied mal gecovert hat auf irgendeine CD, die ich nicht habe. Ja genau, als Beginner spielt man keine Nuzlocke. Das wollte ich vorhin sagen. Ich habe gesagt, wäre ein Challenge. Boah, ich habe nicht aufgepasst. Oh mein Gott. Ja, das gibt's auch. Es gibt halt Leute, denen Pokémon keinen Spaß macht. Das sehe ich auch ein. Ich war gerade ehrlich gesagt nicht bei der Sache, Leute. Ich muss mich wieder mehr konzentrieren. Ich bin gerade gegen ein Wasser-Pokémon mit Noob of Doom drinne geblieben. Das hätte eigentlich auch das Ende sein können, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können alle froh sein, dass Noob of Doom jetzt noch lebt. Denn ich glaube, ich habe wirklich keine Zuschauer mehr, weil die alle gestorben sind, nachdem ihre Pokémon draufgegangen sind. Ich habe es euch gesagt, ihr seid die wenigen, die den Willen hatten, das zu überleben. Ich hatte ja die Axt am Wochenende bei René dabei. Ein paar Mal dachte ich, jetzt muss es sein, aber den kenne ich schon so lange, da konnte ich es einfach nicht tun. Ja, ich hatte wirklich eine Axt dabei. Ich habe mir eine Wurfaxt gekauft und wir waren Axt werfen. Der Baum sah am Ende ziemlich drangsaliert aus, aber es war total lustig und hat echt Spaß gemacht. Haufenweise Mücken haben uns zerstochen, aber das Axtwerfen war super. Wenn ich es irgendwie schaffe, würde ich euch mal das Video zeigen. Ja, den Menschen, auf den wir geworfen haben, geht's nicht mehr gut. Nein, Spaß. Nur neben Anime, also ich weiß nicht, es sterben ja Pokémon nicht direkt im Spiel. Die werden immer nur besiegt. Aber Pokémon können sterben, das erfährt man dadurch, dass im Lavandia halt wirklich Pokémon begraben liegen. Ich weiß nur nicht, wie das im Anime ist, ob der Pokémon-Turm, wo die toten Pokémon drin sind, ob der da behandelt wird oder nicht. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. So nervig hier. So ein Haufen schwacher Pokémon. Ich gehe jetzt in die scheiß Höhle rein und trainiere dort. Vielleicht gibt es doch noch Pokémon, die im Durchschnitt ein Level höher sind. Ganz schlechte Idee, mache ich nicht. Obwohl, mache ich doch. Ich bin jetzt mal mutig. Ich glaube nicht, dass dieses Pokémon mich besiegen kann. So, ab in die Höhle. Ach, deswegen kam ich hier nicht weiter. Weil dann hier ein... Ah, okay, deswegen. Eisheiler ist so ein Item, was man eigentlich nie hat und man es dann vielleicht einmal im Spiel braucht. Ich brauchte... Oh, fuck. Oh, Hundusta ist schon Level 16. Das ist gut für uns. Hier gibt es stärkere Pokémon und Hundusta ist megamäßig cool. Seht ihr, gut, dass ich ausgewechselt habe. Glut wäre für mich... sehr gefährlich gewesen. Das Vieh gibt sogar 216 EP. Na, holla.
Dann trainieren wir hier weiter. Moment mal. So, dass wir das mal ein bisschen beschleunigen können. Gibt es hier überhaupt wilde Pokémon? Ja. Wie gesagt, Kampf ist auch nicht sehr effektiv. Und Duster ist... Unlicht. Ja, auch. Außerdem. Das ist trotzdem ein Item, weil ich glaube, ich wurde auch... Ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt daran erinnere. Mal was? Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, einmal eingeeist worden zu sein von einem... in einem Kampf. Selbst competitive nicht. Competitive nicht. Competitive-mäßig habe ich es zwar mal, glaube ich, geschafft, jemanden einzufrieren. Aber das wird ja lustig. Oh Mann. Oh fuck. Ja Leute, es passiert gerade dasselbe. Gut. Fliehen darf ich ja. Das war gerade wieder dieselbe Situation. Ich glaube schon, dass es Snoop ob Doom überlebt hätte wegen der extremen Verteidigung. Aber ich will da einfach kein Risiko eingehen. Ich will Snoop ob Doom nicht verlieren. Genauso wenig wie Angelika oder... Oder Huginson Large Penis. Es gibt so ein paar Pokémon im Team, die ich auf keinen Fall verlieren will. Ja. Es tut mir leid, Felix. Ich weiß, du weißt, ich mag dich, aber Skeradax ist das einzige Pokémon, was ich eigentlich nicht, was ich nicht wirklich brauche. Es tut mir so leid, das sagen zu müssen, aber... Es tut mir wahnsinnig leid. Wir suchen dir mal ein neues Pokémon, Felix. Es tut mir so leid. Mal weghauen. So. Ah! Okay, ja gut, hab's kapiert. Das ist ja super. Okay, also hier können wir definitiv besser drin. Guck mal, 473. 473 EP. Hier gibt's Vonairas. Ich krieg ne Macke. Her damit. Immer ran mit den Vonairas. Immer rein in den Schildkröten-Eintopf. Es tut mir so... Wow, das kommt wirklich immer mehr. Du weißt, es tut mir saumäßig leid. Ich hab's gesagt. Aber wenn du schon Zawirdo 1 ist, dann mach mich bitte nicht mit einem. Es gibt eine Rübe. Hey, die Folge haben wir doch letztens gesehen. Klar. Noob of Doom hat Level 22 erreicht. Nee, War will ich nicht. Ah, verdammt. Wir haben Noob of Doom fertig trainiert. Das nächste Pokémon ist jetzt Lila Orchidee. Das ist jetzt nicht so gut. Ich wollte... Verdammt, verklickt. Skeradax kommt noch. Es ist ja schon mal gut, dass wir es hatten. Ja, wir haben wenigstens ein volles Team und Skeradax hat jetzt auch dank Kopfstoß. Dank. Was? Kopfnuss. Eine sehr starke Attacke. Kann auch noch was machen, aber irgendwann wird es halt leider nicht mehr mithalten können. Und dann müssen wir es auswechseln. Ich hoffe, wir finden bis dahin ein ordentliches Pokémon.
das wir dann nach dir benennen können. Ja, ich sag ja, ist eine gute Attacke. Ich habe jetzt nichts dagegen gesagt. Oh, das wird fein. Oh, das Wissen, dass es hier Voneiras gibt. Ich glaube, hier können wir noch zwei Routen später sogar noch leveln. 473 EP pro besiegten Pokémon. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn! Entschuldigung, ging es kurz mit mir durch. Da schaffen wir es recht gut und schnell auf Level 22. Hier muss ich wieder raus. Mit allen Pokémon. Und dann können wir in die Liga gehen, machen die Liga weg, machen das Hauptquartier weg und machen alles, generell alles weg. Zerstören die ganze Welt. So, da ist es zum Elisa Orchidee Level 21. Es geht hier wie beim Britzebacken. Nur, dass ich hier so lange brauche, um Pokémon zu encountern, nervt mich gerade. Das fuckt mich jetzt schon ab irgendwie, dass die ganze Zeit hier nur Dudus kommen. Da kommt hier Felix jetzt mal raus. So, zack. Oh, war sogar ein Crit. Und auch, dass es Items hat, ist ein Full Heal. Ich meine, ein Full Heal ist das eine Top-Genesung? Jetzt schon eine Top-Genesung. War das richtig, dass sich Mankey Level 30 zu Razaf entwickelt, oder war das schon irgendwie vorher? Das hat ja schon wieder ein Item. Was ist hier los? Ja, diesmal war es aber nur ein Gegengift. Boah, stinkt mich das gerade an. Ah, okay, ist geflincht. Alles gut. Oh mein... Du meine Fresse. Gut, wir können jetzt erstmal unser Geradax nicht mehr in den Kampf rufen. Das sehen wir gerade, glaube ich, alle. Und wir können auch froh sein, dass es überlebt hat. Das brauchen wir auch nicht. Verdammt, das war schon wieder die falsche Taste. Okay, ist Level 28, gut zu wissen. So, wir tun mal mit Murdoch vor. Dann erstmal mit Murdoch ein bisschen trainieren. Bevor wir dann nochmal zurückgehen müssen, um unsere Pokémon zu heilen. Ja, er ist schon so ein Eremit gewesen. Sitzt so auf, über seinen Büchern gebeugt da mit langem Bart. Das ist jetzt nicht so gut. Das Pokémon, das wird nix. Na klar. Ich muss zurück. Jetzt muss ich mich doch mal heilen. Ich habe zwar noch Gegengifte und so, aber... Oh, wow. Mann, wenn mehr Moniras kommen würden, wäre das viel, viel besser.
echt ein Schritt vor der Heilung. Wieder zurück in die Höhle, noch die letzten zwei Pokémon, ne, drei, weil sonst glaube ich noch auf Level 22 bringen, dass wir heute wenigstens noch die Arena schaffen. Tut mir halt, wie gesagt, immer wieder leid beim Leveln, aber ich will die Challenge diesmal wirklich schaffen. Das erste Mal war mir eine Lehre. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird. Ah, Captain Domi, servus, willkommen zurück. Das ist gut, dass du kommst. Wir brauchen einen neuen Namen für neue Pokémon. Ich hoffe, wir schaffen es noch, während du da bist, einen neuen Encounter zu kriegen. Ich bin jetzt einfach mal drinnen geblieben. Ich weiß, es war riskant wegen Blut und so, aber... ich glaube, wir können das ab. Und machst dir noch die halbe Stunde bequem. Ja. Das erste. Aber wir haben ja noch... wir könnten ja noch ein zweites machen. Also, nee, stimmt. Captain... ja, das eine... ja, genau. Revive. Nee, das wäre jetzt doof. Ich habe jetzt überlegt, ob ich vielleicht einen Beleber benutzen dürfte, aber das ist ja... ist ja Quatsch. Ich würde ja die Challenge komplett ihren Reiz verlieren, sobald ich Beleber kaufen kann. Ja, verkaufen kann man's. Ich wechsle auf. Ist mir einfach zu riskant. Wieder Orchidee, mach das. Ja, Ember, ganz gefährliche Sache. Aber was sowieso nicht verkaufen, benutzen dürfen, werden wir es auch verkaufen. Und dann wieder auf Pokebälle oder sowas uns leisten. Komm schon, Miss Murdoch, mach alles weg. Miss Murdoch levelt so langsam. Das ist echt krass. Aber jetzt gibt's vielleicht gleich ein Doppellevel ab. Ach, das ist doch nicht wahr. Das war, hat mich jetzt schon übel getroffen. Murdoch ist Level 21. Wunderbar. Tut mir leid, Captain Domi, du bist gerade in die Levelphase reingeplatzt. Ich hoffe, das stört dich jetzt nicht, dass wir ja erstmal noch ein bisschen durchleveln. Wir müssen auf Level 22 kommen, damit alle unsere Pokémon... na, jetzt reicht's mir aber langsam. ...es mit der Arena aufnehmen können. Hier gibt's eigentlich auch Voneiras und die kamen auch vorhin recht häufig, aber jetzt lässt sich kein Voneira mehr bringen. Nur noch... Dodus. Oder Dodos? Nee, Dodos. Genau, es gibt Dodos und das ist ein Dodu. Aber auch Dodo gibt nicht schlecht EP. Wir haben es gleich geschafft. Nächstes für Miss Murder. Mankey ist dann auch nicht mehr viel und dann geht's weiter mit Huginson Large Penis und... oh, endlich! Nice! Thank you.
Nee. Notfalls können wir es ihm später noch beim Attackenlehrer beibringen, aber brauchen wir jetzt einfach nicht. 22, 22, 22. Lila Orchidee noch. Und dann noch Felix und Huginson Large Penis. Das ist doch scheiße, Mann. Gib mir Boneiras. Gut, sollte jetzt aber auch vorbei sein. Als Pokémon sollte jetzt wirklich das Level abbekommen, sollte dann Level 22 sein und damit bis hier vorbei. Finally. Die können wir jetzt so schön wegmachen, einfach mit Spark. Und das ist ein One-Shot. Und da geht das hier richtig schön ganz locker flockig von der Hand. Haras ist nicht ganz so leicht zu besiegen. Spark sollte aber trotzdem am meisten Schaden machen. Sehr effektive Attacken hat ein Paras auch nicht. Muss man halt nur ein bisschen mehr angreifen. Oh, es geht so schnell. Und auf Level 30 entwickelt sich dann Luxio auch schon zu Luxtra. Und dann haben wir ein doppelt entwickeltes Pokémon auf einer Stufe 3. Das hat dann schon was auf dem Kasten. Ich glaube, wir haben die gesamte Pokémon-Population ausgelöscht. Mist, ich würde eigentlich Spark einsetzen. Haben wir noch zwei normale Pokémon oder ein Happy Me? Hier könnten noch drei sein. Wir müssen dann mal speichern. Ich würde gerne mal wissen, wie lange wir jetzt schon das Spiel gespielt haben, in-game, zeittechnisch. Denn das muss schon... Ach ne, das können wir auch auf dem Trainerpass, glaube ich, nachsehen. 10 Stunden! 10 Stunden, so lange haben wir noch nicht gestreamt. Aber dadurch, dass ich das halt beschleunige... Das ist wirklich eine der nützlichsten Funktionen von Emulatoren, finde ich, die Emulation zu beschleunigen. Komm schon, gib mir noch einen Boneira. Oder das Vieh. Ist auch entwickelt, gibt dadurch einigermaßen viel EP. Tatsächlich nicht ansatzweise so viel wie Boneira. Aber ganz gut. Und damit ist auch Huginson Large Penis auf Level 22. Jetzt ist es nur noch eins. Mist, fehlt noch ein Level, damit Headbutt one-shottet. Wir haben es gar nicht geschafft, Leute. Bitte, haltet noch kurz durch. Ah, verdammt, Roll. Was habe ich jetzt gemacht? Ich muss auf jeden Fall vorsichtig sein bei dem... Isso. Wenn Isso kommt, darf ich auf meinen Angriffen vorsichtig sein.
Auch da sind wir fast durch. Chirubi! Stell euch mal vor, ihr macht das in-game ohne Beschleunigung. Doch! Oh Mann. Oh, Naira ist doch ein bisschen selten. Da bleibe ich auch mal drin. Ich glaube schon, dass das unser Pokémon noch hinkriegt. Aber die EP war es jetzt nicht wirklich wert. Da ist sie, nicht der 1. Oh, wunderschön. Oh, es ist immer so ein... Es ist so schön, wenn man das sieht, wie schnell da die EP steigen. Schaffen wir heute auf jeden Fall die Arena noch. Es sei denn natürlich, die Arena ist richtig scheiße und es sind richtig beschissene Pokémon dabei. Ich muss mich leider noch mal heilen. Ich will jetzt nur nicht noch mal zurückgehen. Wir haben es jetzt wirklich fast. Komm schon. Das ist das letzte Pokémon. Ach. Ja, alle Pokémon auf Level 22. Das ist das höchste Level der Arena. Pokémon, wir können loslegen. Es geht in die Arena, Leute. Wir haben es geschafft. Es tut mir leid, es hat lange gedauert, ich weiß. Aber wir haben es letztendlich doch geschafft und sind jetzt bereit, uns in der Arena zu messen. Die erste ging ja ganz locker flockig von der Hand. Das war ja kein Problem. Auf geht's, ab geht's. Oder können wir uns erstmal einen neuen Encounter holen? Wartet mal kurz. Vielleicht hier unten. Ach nee, das ist ja, stimmt. Das Bicycle-Ding, da ist der EP-Teiler, den würde ich mir jetzt mal holen, aber wirklich brauchen tun wir nicht. Auf geht's. Ja, Speedy Young. Was nehmen wir? Remahos, die told me about you. Ja, die erzählt mir jetzt nur so ein bisschen was, dass sie gegen meinen Freund gekämpft hat und er sie besiegt hat und ich sie jetzt nicht enttäuschen soll, sie kämpft jetzt gegen mich. So, jetzt geht's los. Wir müssen gegen alle Trainer kämpfen in der Arena. Sowas wie uns jetzt irgendwie darauf vorbereiten, dass wir jetzt nur Feuer-Pokémon mitnehmen, das macht keinen Sinn, denn hier ist alles random. Fuck, wir haben Felix noch vorne. Aber Felix sollte auch mit dem Miltank fertig werden. Eitsch. Stomp war schon immer viel zu stark. Hey, Miltank gibt auch gute Erfahrungen. Oh, Lumpy!
Es flincht. Ich würde tatsächlich sagen, wir tun jetzt wieder Azuril vor, um Azuril weiter zu trainieren. Also Angelika, denn Angelika soll sich ja jetzt möglichst bald zu Meryl entwickeln. Und da wird die... Na, erzähl schon. Oh, ich komme nicht drauf. Die Glocke haben. Sollte das eigentlich bald passieren. Kriegst du es auch mal hin? Bleibst du mal stehen? Ich muss noch mal kurz raus, ich will mir Tränke kaufen. Oder finden. Kaufen oder finden. Ich glaube, wir können nur normale Tränke kaufen. Ich würde einfach mal... Nur noch mal so... Ah ne, wir können auch Super Potions kaufen. Dann kaufen wir schon mal hier 10 Stück Super Potions. Das können wir uns leisten. Ehrlich gesagt, glaube ich, das war ein bisschen viel. So viele werden wir vielleicht nicht brauchen. Wir können jetzt nämlich auch noch mal kurz ins Pokémon Center. Wär auch nicht schlecht. Ich hab's ja gesagt, Kopfnuss ist eine starke Attacke, aber Geradax wird irgendwann abgehängt werden. Ist ja nicht böse gemeint, ist nur realistisch. Okay, Angelika ist vorne. Ab geht's! Fight! Irgendwas hat die gesagt mit einfach. Easy, Weilmar, krieg mal weg. Return. Klar, mit dem Crit muss man rechnen. Also von dem Schaden würde ich ja sagen, dass sich Angelika beim nächsten Level entwickelt. Sollte man es überleben. Ah! Oh, diese verdammten Crits, ey. Ich vermisse die Änderung der 5. Gen. Komm, entwickel dich. Ich kann nicht drinnen bleiben, Leute. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich würde, aber ich kann nicht. Es ist wirklich, tatsächlich, die Zuneigung des Pokémons ist wichtig, dass sich Azuril zu Meryl entwickelt. Meryl entwickelt sich dann ganz normal auf Level 18 zu Azumeryl, was jetzt halt jetzt schon überschritten ist, das heißt direkt beim nächsten Level ab dann. Ist das Meryl? Ich bin gleich wieder da. Ich muss nur mal hier gucken, ob Azumeryl irgendwelches Sinn... Ich weiß, ich habe das schon mal nachgeguckt, aber ich habe es wieder vergessen. Und ich muss gucken, ob Azumeryl noch irgendwelche Attacken als Vorentwicklung lernt. Vorentwicklung, Blubber, Aufruhr... Ne, überhaupt nichts. Slam hat es ja schon. Und es erlernt dann auf Level 47 selbst Nassschweif. Das brauchen wir dann noch. Ansonsten auf Level 15 erlernt es Walzer, was es halt dann schon nicht mehr lernen kann. Ansonsten können wir den Power Punch beibringen, Eisenschweif. Okay, er hat es jetzt schon Durchbruch. Oh. Also wir können aus dem Azumeryl dann schon ein ganz gutes Mördervieh machen. Das soll ja auch töten, töten, töten. Das muss uns ja klar sein.
keine Lust mehr, meine Wut zu beherrschen. Randale! Randale! Komm schon, entwickel dich. Das geht mir auf den Sack. Ich speed das mal ein bisschen ab, bis ich das hier... Ich möchte zwischendurch meine Pokémon heilen. Mit... Ach, ein Full Heal ist ein Hyperheiler. Ich dachte, ein Full Heal wäre eine Top-Genesung. Aber das war dann wohl falsch. Dann habe ich da falsche Informationen verbreitet. Tut mir leid. Los geht's. Wow. Der Hammer. Voll gefährlich. Jetzt besiegt's mich. Pass auf. Natürlich. Wenn die Gegner Reflektor oder Lichtschild einsetzen, setzen sie immer... das war krass. Es war zwar ein Crit, aber es war trotzdem krass. Setzen sie immer genau das ein, was sie brauchen. So, Leute. Full Recovery, okay. Der Arenaleiter. Der Arenaleiter ist dran. Oh Mann. Könnte auch sein. Kann ich jetzt nicht sagen. Müsste ich nachgucken. Hier war letztes Mal Ende. Nee, hier war nicht Ende. Wir haben den Kampf noch geschafft, aber es wurde schon mächtiger Schaden unserem Team. Achso, okay, dann ist das wahrscheinlich richtig. Hier wurde unser Sherox besiegt. Ende war dann im Haus, wo wir gegen Kyogre gekämpft haben. Das war eine ganz üble Nummer, da möchte ich nicht dran erinnert werden. Go. Können sowieso nicht mal einfach go. Du hast mich warten lassen. Ich bin die Arenaleiterin von Eterna City. Spezialisierter Pflanzen-Pokémon. Als ich das erste Mal sah, war ich überzeugt davon, dass du den Weg zu mir finden würdest. Das erste kann ich nicht. Also mein Hunch, ich weiß nicht. Riecher? Mein Riecher war richtig auf dem Gel oder so? Keine Ahnung, das ist bestimmt irgendein Sprichwort, ein englisches Sprichwort, was ich jetzt... Also, ich lag richtig, das so würde ich es halt übersetzen. Du hast eine Gewinneraura um dich herum. So, egal, das wird Spaß werden, lass uns kämpfen. Ich glaube, es wird nicht so ein Spaß werden. Was hat das hier damit Spaß? Gardenia. Gut, das wird lustig. Klar, natürlich ist das viel schneller als ein... What the fuck? Okay, ich muss raus. Ich muss definitiv raus. Wenn ein Geowatz schneller ist... Oh Gott. Oh mein Gott, du meine Fresse. Nein, jetzt ist Mankey. Oh fuck, das kann nicht wahr sein. Wie kann denn ein... Ich wollte einen Razzaf. Ich wollte wirklich einen Razzaf, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann denn ein Geowatt schneller sein als ein Azuril? Sonst wäre das Ding schon gelaufen. Kotzt mich so an, ey.
ich gehe doch jetzt nicht davon aus, dass das das überlebt. Vor allem, was sind das für Pokémon? Was soll ich denn hier machen? In Magbrand. Jetzt schon drei entwickelte Pokémon. Es ist random, es könnte auch ein einer Pokémon sein. Was soll ich jetzt gegen den Magmortar einsetzen? Ich habe generell nichts dabei, was das könnte. Einzige Gute ist, dass das Pokémon jetzt vielleicht nicht so viele starke Attacken hat. Ja, aber trotzdem, ey, Razaf. Ich wollte einen Razaf. Wirklich. Ich hatte eigentlich auch damit gerechnet. Und jetzt wieder ein Morabbel, weißt du? Das kann jeder wegmachen. Ist aber auch schwierig, weil ich kein einziges Pflanzen-Pokémon dabei habe. Das auf keinen Fall, das auch nicht. Angelika auch nicht. Es wird Miss Murdoch werden. Kann nicht wahr sein, ey. Wer rechnet denn damit, dass ein Geowatz einen scheiß Karatehieb überlebt? Was jetzt schon die Hälfte? Oh ja, das ist echt bitter. Oh nein, das war Razaf. Menki, das war so gut. Vor allem, jetzt habe ich kein Pokémon mehr mit... Na doch, ich kann Felix zum... Felix wird ja sowieso der VN-Sklave. Er kann auch noch Zerschneider und Zertrümmerer lernen. Das kann nicht wahr sein. Ich habe es schon zuvor gesagt, aber du bist ziemlich tough. Halt einfach die Fresse. War es nicht schwierig für dich, deine Pokémon so gut aufzuziehen? Ich glaube, das gibt an, wie sehr du deine Pokémon liebst. Ja, du hast eins davon gekillt. Habe ich eigentlich auch gemacht. Ich habe überhaupt nicht an Fußkick gedacht, dass Fußkick eventuell stärker sein könnte, weil Geowatz so schwer ist. Das ist schon wahr. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ich habe mit der stärksten Attacke angegriffen. Von der ich wusste. Und in Anerkennung von diesem überreiche ich dir stolz diesen Orden. Mit dem Waldorden können deine Pokémon die versteckte Attacke Zerschneider außerhalb von Kämpfen einsetzen. Nun, da du zwei Arena-Orden hast, gehorchen dir alle Pokémon, die du im Tausch erhalten hast, bis Level 30. Und ich habe auch noch etwas anderes für dich, eine TM, und zwar, wie heißt das? Grasknoten, Strauchler. Strauchler, je schwerer das Pokémon ist, ja, zähnischt. Irgendwann komme ich wieder und töte dich. Das kann nicht sein.
So, damit ist die Party wieder nicht voll. Ich will jetzt auch nicht das Remo-Reit mit reinnehmen, denn ich brauche kein Remo-Reit. Ich habe übrigens im Gefrierfach mittlerweile 3 Packungen Häagen-Dazs oder Häagen-Dazs-Eis, Salty Caramel. Die waren letztes Mal im Angebot. Ich habe wirklich 4 Packungen davon abgekauft. Einmal noch Vanille, Keks, Karamell ist die andere Sorte. Davon habe ich mir noch eins gekauft. Ja, das wollte ich jetzt nochmal erzählen. Das ist wenigstens eine Sache, worauf ich mich freuen kann. Ich glaube, Surfer kann auch ein Garadax lernen, oder? Und Stärke wäre auch noch drin. Aber für Stärke können wir Headbutt verlernen. Stärke hat auch, glaube ich, 10, macht 10 Schaden mehr. Das ist, glaube ich, eine 80er Attacke. So, ich gucke jetzt hier nochmal durch die Stadt durch, ob noch irgendwas ist. Ansonsten, oh, würde ich für heute Schluss machen. Moment mal, was wir jetzt trotzdem noch schnell machen können... Wir müssen ja nicht gegen das legendäre Pokémon da kämpfen, aber wir können uns den Encounter im Haus abholen und damit Captain Domi endlich seine Anerkennung und seinen Namen verschaffen hier im Spiel. Das können wir schnell machen. Alten Chateau, ja, also da ist halt ein Geist drinne. So, sie lässt mich allein. Ich bin gerade ein bisschen voreilig, deswegen beschleunige ich hier alles. Tut mir voll leid. Da ist noch ein Wald. Hat sich noch nichts verändert. Alles noch Wald, alles Wald. Ja, das sieht man auch. Da ist ein O-Kognito. Hey, 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 hey. Captain, ich bin vorsichtig, ne? Ich gebe mir alle Mühe. Ether. Oh, gab's in dem Film in Fear and Laughing in Las Vegas, gab's da nicht Ether als Droge? Oder was ist da auch Ether? Na gut, Ether gibt's ja auch in dem Spiel. Okay. Fangen wir ein Pokémon. Okay, fang mal kein Pokémon, mach ich's weg. Ganz ehrlich, ich will kein Pikachu. Ja, ich wollte auch nicht escapen, ich wollte es eigentlich wegmachen. Na gut, oder wir fliehen. Hab mich jetzt verklickt. Ja, tut mir leid, Domi. Das war der Encounter für dich. Also, der nächste wird's dann. Gut, da gehen wir morgen dann in das Hauptquartier von den Team Galactic rein. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei. Ne? Schön da sein. Na gut, ich merke mir das jetzt, dass ich mein nächstes Pokémon nach Captain Domi benennen wollte. Und dann werde ich das morgen machen, sobald ich eins fangen kann. Und ist übel. Ist wirklich übel, dass Mankey heute gestorben ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich speichere schon mal. 11 Stunden und 11 Minuten. Okay. Es war ein schöner Stream, aber es tut mir leid, dass Mengeki gestorben ist. Aber wer soll damit rechnen bei dem Geowatz, was schon über die Hälfte seiner KP verloren hat? Ich habe nicht mitgerechnet. So, ich speichere wie immer zweimal. Verdammt, das sind 11 Stunden und 12 Minuten. Naja. Gut, Leute. Dann wünsche ich euch noch einen
eine gute Nacht. Es war schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn es dann wieder heißt Pokémon Randomizer Nuzlocke Platin Challenge. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Haut rein. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass Menge gestorben ist.